Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Twilight Princess Randomizer. Aktuell in der Drillhöhle. Die ersten 11 Ebenen haben wir im letzten Part schon gemacht. Okay, Schleimius ist am Start. Ist jetzt auch eher einer von den leichteren Gegnern auf jeden Fall. War es das schon? Oder haben wir hier noch einen? Nö, das war's. Perfekt. Ja, ich glaube, ich bin auch noch nie so unausgerüstet in die Drillhöhle gegangen. Das ist echt richtig bad. Wenigstens haben wir ein echtes Gilet dabei. Ansonsten halt nur eine Flasche. Ne? Das ist auch echt eklig. Ah, ich bin gespannt, ob wir hier gut durchkommen. Ich bin wirklich gespannt. Ah, die sind auch eklig. Kann man normalerweise super mit Bombenpfeilen machen. Aber ich will halt auch Bombenpfeile sparen. Ich werde es trotzdem damit machen, weil ich habe einfach Angst, dass ich sonst... Ich brauche nicht so viele Bomben, ne? Ich habe auch einfach Angst, dass ich sonst zu viel kassiere jetzt. Nein! Okay. Einen machen wir noch. So. Oh, sind ja noch zwei. Okay, und dann würde ich sagen, den anderen machen wir auf reguläre Weise. Ich weiß gar nicht, kann man mit dem Morgenstern da auch irgendwas ausrichten? Noch nie versucht? Nö. Das wappelt einfach nur. So. Ne, bevor da alle auf mich zugehoppelt kommen. Ah, wahrscheinlich hätte ich das gar nicht machen müssen. Ich habe jetzt 5 Pfeile und 5 Bomben versemmelt. Wahrscheinlich hätte ich das auch so hinbekommen. Aber egal. Gut. Totenköpfe. Let's go. So. Ist halt auch schon wieder so ein bisschen eklig, ne? Vielleicht so einfach? Guck mal, das geht eigentlich ganz gut, ne? Shit. Okay, das war gut. Wirbelattacke ist es halt. Fangstoß! Ha! Ich habe quasi den Kopf gespaltet! Und zack. Rein da. Ach, Leute. Das macht mich hier alles fertig. Okay, weiter geht's. Ja, okay. I see. Aber das sind nur Knüppler, oder? Das sind keine Bogenschützen. Ah, die kriege ich hin. Wir sind halt einfach noch so schwach. Das ist halt das Traurige. Mit dem Masterschwert werden die alle komplett weg. Einfach direkt. So, und zack, und zack, und tschüss. Ein bisschen Geld mitnehmen. Für die schöne Rüstung. Ah, ja, ja. Wir müssen auf jeden Fall vorsichtig spielen, Leute. Ich sonst... Okay, ist schon wieder so dunkel. Warum ist es so dunkel? Geld. Was sind nur Ratten, ne? Ratten und Fledermäuse. Ja. Auf jeden Fall die 10er Rubine schön mitnehmen. Ja, das ist später immer schön eine Sekunde. Ich weiß gar nicht, wie viel 10 Rubine ausmachen mit der Rüstung. Aber wir nehmen mit, was geht. Okay, weiter geht's. Da ist unsere erste Geisterseele.
Okay, ich bin gespannt. Was werden wir bekommen? Hier. Nee, hä? So. So, Hunde sind erledigt. Geisterseele ist auch down. Ah, das ist doch nicht dein Ernst. Wir haben 5 Rubine bekommen. Oh, das tut weh. Das tut richtig weh. Shit. Oh Mann. Es gibt doch nur 2 hier drin, oder? Und dafür 5 Rubine. Okay. Die Hoffnungen sterben zuletzt. Wirbelattacke! Oder auch nicht. So, Geld, Geld, Geld. 1200, also wir haben schon 200 Rubine hier verdient. Ein Schleimius. Hier kommt bestimmt jetzt alles runter. War klar. Guck mal hier, ne? Kannst du halt auch... Da hast du einfach... Rotes Elixier. Könntest du hier machen. 2 Flaschen. Aber wir haben auch keine Flaschen. Das ist das Eklige. Mann. So. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Schön. Das hätten wir auch. Ich finde es komisch, dass hier keine Musik ist. Normalerweise, oder? Müsste doch hier zumindest so eine, keine Ahnung, so eine, ja, Dungeon-Musik sein, so eine Tempelmusik. Ach, wir sind schon fertig? Hä, das war Ebene 20? Ebene 20 sind Schleime? Was ist das denn? Hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Okay, erstmal einen Schluck Kaffee. Aber cool. Dann sind es jetzt nur noch 30 Ebenen, Leute. Das freut mich. Ich bin beeindruckt, dass ich hier bin und noch nicht vor Trauer gestorben bin, dass die erste Geisterseele nur 5 Rubine hatte. Ey, wenn ich hier nichts bekomme, ich bin so traurig, ne? So, jetzt kommt auf jeden Fall, glaube ich, die Eisphase, ne? Ekliger Eisgegner. Geil. Ich freue mich drauf. Okay, das geht auch klar. Irgendwo gibt es dann auch eine, das sind Unsichtbare mit dabei. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Also unsichtbare Ratten, meine ich. An sich sind die ja nicht schlimm. Die machen mich ja nur langsam. Kommt halt so ein bisschen drauf an, was da dann noch so mit rumhüpft. Welche Gegnerarten. Aber das sind jetzt halt nur Ratten und Fledermäuse gewesen. Auch ein bisschen merkwürdig. Viel zu leicht. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen verwirrt über die Gegnerauswahl. Irgendwie habe ich die anders in Erinnerung. Hä? Warum werde ich nicht langsam? Wisst ihr, das meine ich halt. Die sind ja da, aber warum? Hä? Ich werde einfach nicht langsam. Das ist mysteriös. Ah, geil. Guck mal. Schön. Full life. Naja. Schon wieder nix. Ich glaube, jetzt kommt diese kleinen Stachelmänner. Ja. Oh, die bringen gut Geld.
Wie traurig das ist. So. Das Geräusch. Boah, jawohl. Richtig schön Kohle. Okay, warte, ich muss sie erstmal lenken, ne? So ein bisschen eine Bahn lenken hier, die ganzen Jungs. Jetzt. Maximalen Effekt erzielt. Auch wieder gut Kohle gemacht. Sehr, sehr gut. Okay, nächste Runde. Auf geht's. Ah, die sind auch... Die können eklig sein. Muss das halt gleich beenden, ne? Dann sind die easy. Jetzt habe ich zwei getriggert, das ist schlecht. So, aber kein Problem. Kein Problem. Nein! Jawolski. Ah, schön. Läuft gut, Leute. Läuft sehr, sehr gut. Bis jetzt ein Viertelherz Schaden. Ebene 25 oder 24. Du Penner. Ja, ja, du Penner. Okay, warte, warte, warte. Bogen. Ich kann die gar nicht anvisieren. Okay. Viele Bogenschützen. Ich will aber keine Pfeile verschwenden. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich bin jetzt mal ein bisschen... Wie? Weil ist ja gar nichts passiert. Mehr du Sack. Das war merkwürdig schon wieder. Weil die Kamera wahrscheinlich nicht gesehen hat, dass ich da eine Bombe hingelegt habe. Passiert halt nichts, ne? Obwohl die Bomben da ja direkt in der Mitte waren. Ach, Mann. Okay, Pfeile, Pfeile, Pfeile. So. Ach ja. Aber die sind auch okay. Die gehen auch voll klar mit dem Morgenstern. So jetzt. Ist so easy, ey. Wenn du weißt, wie du die besiegen musst und Morgenstern ist einfach overpowered. Overpoweredest Item ever. So. Wenn ich nicht hätte, wäre echt sau schwer gewesen. Sag ich euch. Okay, komm. Wir gehen direkt runter. Papa. Und tschüss. Nice. 10 Rubine. Und tschüss. Das läuft so gut. Hallo. Hä? Der hat keinen Bock oder was? Der hat keinen Bock. Hallo. Dann halt so, ne? Wenn er keinen Bock hat. Okay. Was ist noch nicht die Eisebene? Die kommen dann doch, glaube ich, erst auf der 40, ne? Okay, let's go. Ich trigger erstmal alle. Shit. Ah, ganz schlecht gerade.
Sehr schön. Mach halt echt wenig Schaden. Und Tschüssikowski. Ach, da ist ja noch einer. Hallo. Auch für dich habe ich ein paar Schläge. Sehr gut. Ja dann, willkommen auf Ebene 30, oder? Nee, noch nicht. Aber bald. Ja komm. Ich renne erstmal eine Runde und dann mache ich wieder einen Schlag mit dem Morgenstern, oder? Sehr gut. Papa. Easy. Easy. Boah, geil. Ist das gut? Es läuft sehr, sehr gut, Leute. Schluck Kaffee, würde ich sagen. Jetzt aber. Okay, das war jetzt Ebene. Jetzt sind wir bei Ebene 30. Das heißt noch 20 Ebenen. Es läuft sehr, sehr gut, Leute. Es läuft sehr, sehr gut. Könnte nicht besser laufen, glaube ich. Wir haben ein Dreiviertelherz Schaden. Ich hoffe halt nur, dass es sich lohnt, ne? Ich meine, auf der letzten Ebene bekommt man eine größere Geldbörse. Theoretisch. Das müsste dann aber auch ein random Item sein. Und eine Geisterseele gibt's noch. Aber ansonsten... Ja, dafür brauche ich jetzt halt einen Bogen. Oh Gott, nein. Pfeile sparen, Konzentration, zack. Wenn du hier keine Pfeile mehr hast und die hast als Gegner, dann ist vorbei. Ach du Scheiße, mach ich den gerade. Durchatmen, Junge, durchatmen. So, die anderen mache ich von unten, würde ich sagen. Rupees, Rupees, Rupees. Die kann man anders nicht töten, oder? Oder wisst ihr... Oh Gott, Frame-Anbrüche. Habt ihr eine Idee, wie man die sonst töten kann? Geht das irgendwie? Ich hab's... Alter, was mache ich denn? Boah, ich habe schon 3 oder 4 Pfeile verschossen. Eklig. Töte mich. Töte mich. Das war so schlimm. Ach ja. Hier braucht man den Kopierstab. Oh, siehst du mal? Der muss auch an sein, einfach. Oh, stell dir mal vor, das hätten wir verkackt. Dann wären wir jetzt hier wieder zurückgegangen. Das wäre auch eklig gewesen. Okay, ich mache mal hier den Morgenstern. Was haben wir hier? Einfach nur Dunkelheit und Feuer. Warte mal, ein bisschen Geld. Okay, der ist down. Haben wir eigentlich einen Rundumhieb? Jo. So. Zack. Zack. Geld? Nö. Kein Geld für mich. Und der Part endet auch bald. Ich hoffe, dass wir die Höhle im nächsten Part beendet bekommen. Okay, das ist die nächste Geisterseele. Das ist halt eklig in der Kombination, ne? Habe ich unter mir auch welche? Nee. Okay, ich würde sagen... Doch, der eine. Ich würde sagen, ich mache das so, dann mache ich schnell die Geisterseele. Und dann mache ich die anderen.
Was? Hä, was ist mit dir? Hallo? Kotzt mich das an. Okay, Nummer 45 und... Ach, Mann, nur 20 Rubine. Meint ihr, das lohnt sich nicht hier? Einfach useless, die Höhle. Das waren die Geister. Jetzt kann ich nur noch auf die Endbelohnung hoffen. Auf die Bicke Geldbörse. Ansonsten war's das, ne? Ah, ist das ärgerlich. Gibt's die überhaupt, die große Geldbörse? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Oh Mann. Okay, Leute, aber das war's erstmal mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zu... Twilight Princess Randomizer. Tschüssi!